Lehrer, ihm einen Trank zu brauen, Viagra. Ja, ihr habt richtig gehört. Damit er halt der schönste und mächtigste Ogre werden kann. Was auch zu sagen ist, wir arbeiten sehr, sehr viel mit Sprachausgabe. Im Gegensatz zu vielen anderen Sachen, wo es halt große Textquelle gibt, bei uns. Wir verwerfen vieles mit nur wenigen Textsachen und alles wird sprachunterlegt sein. Wir haben das circa 60 Spielfilme, von der Länge her 60 Spielfilme in Sachen Sprachausgabe in dem Spiel. Leah, do we have a hold skill on that character? I know, open your inventory and switch to bow. Was ihr gerade gesehen habt, auf die Fertigkeit, die sie angewandt hat, ist ein sogenannter Halteskill. Je länger ihr die Fertigkeit gedrückt habt, desto mehr lädt sie sich auf. Wenn ihr sie dann auslöst, verursacht sie wesentlich mehr Schaden, als wenn ihr sie einmal nur kurz antippt. Was Lia jetzt gemacht hat, während wir außerhalb des Kampfes sind, ist es immer wieder möglich, neue Waffenkombination zu machen. Das heißt, sie hat jetzt ihr Schildset weggepackt und hat jetzt eine Muskete genommen, und um eben auf Fernkampf umzuschalten. Oh hey, Sims, der Drache scheint wieder da zu sein, aber wir haben ihn ja schon gesehen. Das heißt, wir kämpfen jetzt hier einfach noch mal ein bisschen weiter. Dadurch werden die Fertigkeiten, die ihr habt, wie Lia jetzt gerade wieder gewechselt hat, die Fertigkeiten, die ihr habt, werden durch die Waffenkombinationen, die ihr vorgeben. Ihr habt zwei Waffensets, die ihr innerhalb des Kampfes wechseln könnt. Das heißt, ihr könnt relativ schnell zum Beispiel ihr steht gerade unter großem Druck, ihr wechselt schnell auf euer eher defensives Set zurück, kämpft ein wenig damit, benutzt eure Heilfertigkeit. Jede Charakterklasse hat eine eigene Heilfertigkeit, um sich selber zu heilen. Hey, can you die and we demonstrate it down? Das heißt, ihr könnt sehr, sehr schnell von defensiv auf offensiv wechseln. Was Lia halt vorher gemacht hat, außerhalb des Kampfes, könnt ihr beliebig die Waffen, die ihr schon habt, wieder umkombinieren. Das heißt, ihr habt sehr, sehr viele strategische Möglichkeiten, wie ihr an eine gewisse Situation herangehen wollt. Was aussieht, jeder Spieler kann einen anderen wiederbeleben. Teilweise geht das sogar mit NPCs und ihr braucht keine Fertigkeit dafür. Ihr geht einfach zu den Leuten hin und belebt sie wieder. Jede Klasse kann das, jeder Charakter, und es funktioniert mit Spielern und auch mit vielen NPCs. Ja, das Schwein sieht doch schon wesentlich mächtiger aus. Scheint so, als ob das funktioniert hat mit dem Viagra. Was ich euch eigentlich noch zeigen wollte: In Guild Wars 2 stirbt man nicht sofort. Wenn eure